Hallo Leute! Ich grüße euch! Hallo! Oh, die Nekrohexe ist auch wieder da. Ja! Was hast du denn da unten so gebaut? Jetzt gerade mal erstmal wieder Licht. Ja. Ich grüße euch, liebe Freunde. Let's Sound Channel. Hallo, liebe Leute, ich grüße euch auch. Willkommen zu einer neuen Folge in Minecraft. In Noobs World. Wir sind hier, haben wir unseren Keller gebaut. Ja, es sieht eigentlich schon dieses ganz gut aus. Jetzt haben wir hier unseren Keller-Eingang, Aufgang. Ja, mal eben so ein Nether-Portal. Hier ist unser schönes, wunderschönes Nether-Portal. Da ist unser Keller. Das war eh nicht mehr gebrauchen. Bei Nekro in der Bude. Nekro ist jetzt hier in dieses Zimmer gezogen. Der schläft unter der Lava. Ja. Also ja, das ist das Zimmer auch ein bisschen trostlos hier eigentlich, ne? Das geht gar nicht. Was machen wir denn eigentlich mit dem Raum hier, wo die ganzen Kisten jetzt sind? Ja, das weiß ich auch nicht. Na toll. So. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Auch alleine dieser Raum ist ja jetzt schon wieder so trostlos. Wie gesagt, hier ist ja auch nichts. Jetzt habe ich das Bett da mal wieder hingebaut, aber. Ja, diesen Raum hier kann man ja wegschmeißen, das braucht man ja eigentlich nicht. Ja, lass ihn doch erstmal. Wir machen den zu. Nein, wir machen den zu. Wir brauchen den nicht. Der macht ja überhaupt gar keinen Sinn, der Raum. So. Zack. Oh, falsch. So. Oh Mann, ey. Mann, ey! Machen wir das doch lieber so, dass wir das wieder alles aufmachen. Schon wieder verklickt. Alter, du Scheiße. Hilfe, helf mir. Glück gehabt. Wo bist du? Ich bin da, ich bin da. Gut. Glück gehabt. Ich hätte kein Schwert mehr, mich hat eine Spinne angegriffen. Hier, ich habe das jetzt hier so gemacht. Guck mal, jetzt habe ich das zugemacht. Ach so, ja, das geht auch klar. Hier, sowas. Hier können wir einen Grill mal hinbauen. Ah, das finde ich gut. Also das hier ist aber auch irgendwie dangerous. Man hier rein, ja, absolut. Hier gleich wieder rein. Mach doch hier nochmal so ein. Hast. Also der Holz? Nee, habe ich nicht mehr. Haben wir noch Steine? Weiß ich nicht. Feuerstein, was soll ich denn damit eigentlich? Alter, leck mich doch am Arsch. Ach, lieber Chris. Was denn? Ich, Alter, nee. Was denn? Ich. Was ich? Alter. Spielen wir jetzt hier Tabu oder was? Ja, eben.
Was willst du denn sagen, lieber Ich Nico? weiß es auch nicht. Ich wollte gar nichts mehr sagen. Ich sage auch nichts mehr. Ich sage hier gar nichts mehr. Was ist denn hier los, Alter? Was denn? Die Fledermaus ist da gefangen. Ah, jetzt ist sie raus. Ein bisschen festgebackt gerade. Die greift einen ja auch gar Wieso? nicht an, ne? Nö, die macht nichts. Das ist doch super, ey. Dann lassen wir die auf jeden Fall hier bei uns als Haustier. Dann ist das unser erstes Haustier. Ach so, hast du das jetzt gemacht? Ja. Geht doch klar, oder nicht? Das geht klar. So. So. Liebe Leute. Oh. Ja, was gibt's sonst Neues, Chris? Ach, ich weiß nicht so genau. Eigentlich gibt es nichts Großartiges Neues. Ich bin total gut in Battlefront. Ist das so? Ja. Ich werde auch immer besser. Gefühlt. Das freut mich zu hören. Ja. Ansonsten ist alles beim Alten, würde ich sagen. Ja, also um das Ganze mal aufzulösen für die Leute, die uns, die jetzt irgendwie die letzte Folge nicht gesehen haben oder unser Let's Play Battlefront, da solltet ihr mal reinschauen, wenn ihr mal Leuten zusehen wollt, die es einfach gar nicht können. Bitte, bitte, bitte. Moment, du brauchst nicht von dir auf andere zu schließen, ja? Ach so. Also ich glaube, meine Stats waren auch katastrophal, aber nicht ultra katastrophal. Oh, hier ist schon wieder ein Zombie. Zombie. So, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Irgendwie ist das eine Etage höher oder was ist das? Ja, was machen wir denn aus diesem Raum eigentlich, Chris? Das ist ja eine Frage, mal wieder aufzugreifen. Aus welchem jetzt? Aus dem jetzigen Raum mit den Kisten. Wissen wir auch noch nicht so richtig, ne? Was machst du denn da Schönes? Warte mal. Ich will gleich sehen. Aha. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Also irgendwie ist dieser Raum. Ich weiß nicht, ey. Das ist eigentlich nur. Dieser Raum ist nur eine Treppe, ne? Große. Alter, was backt denn das hier schon wieder rum, Alter? Ich raste gleich richtig aus. Na, ihr Schweine? Tja, ich weiß auch noch nicht so ganz. Also weiß ich so, ob mir das so richtig gefallen soll. Naja, wir können ja für dich noch einen anderen Raum bauen. Das kann, ist ja egal, oder? Ja. Oder nicht? Ja, klar. Ich finde aber trotzdem, es sieht ja nicht, dass er damit jetzt nicht unbedingt viel zu tun, sondern es ist einfach trotzdem, dass der Raum eigentlich nur eine Treppe ist, ne?
Hast du ein Feuerzeug noch? Nee, habe ich zurückgepackt. So, wenn wir die Bude mal ein bisschen aufräumen hier. So, hier ein bisschen Grill gebaut. Oh, geil. Zack. Ja, dann würde ich sagen, warte mal, wo ist das hier? Da. Ich habe jetzt ein Schwein. Ich habe jetzt ein Stück Fleisch da reingeschmissen. Wir kriegen das jetzt wieder raus. Eisengitter. Das ist eine tolle. Wird als Absperrung genutzt, ähnlich wie Zäune. Das ist eine tolle Erklärung. Das ist doch ein guter Grill hier, oder nicht? Ja, finde ich geil. Ist das jetzt für die Bikini-Party schon gebaut, oder was? Ja, das ist für die Bikini-Party hier. Jetzt habe ich dir natürlich ein bisschen was von deinem Dings weggebaut, aber ich finde, das war ein guter Platz für einen Grill. Unter der Lava. Was hast du weggebaut? Na, von dir ein bisschen was von deiner Aussicht. Achso, ja. Das ist ja eh egal. Ja, ich bin eh immer noch am überlegen, was wir mit diesem Raum hier noch anstellen, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, generell finde ich es klasse. Schöne große Treppe hier. Mal eben ein Nether-Tor und dann geht's nochmal ein nach unten und hier unten ist dann richtig Action mit Kisten. Und da können wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge anfangen, langsam zu überlegen. Umzusortieren. Ja, und vor allem, was für Kisten machen wir denn und wie, welche nebeneinander und, ne? Ja, vor allen Dingen, eigentlich müsste streng genommen, dann hier, streng genommen auch hier unten, müssten eigentlich auch wieder Öfen hin. Da können wir aber hier diese ganze Wand hier hinten voll machen mit Öfen. Das hier? Ja. Wo ich, bist du hinter mir? Ich bin hinter dir, ja, ja. Ja, hier diese ganze Wand hier, die machen wir voll mit Öfen. Ja. So. Da muss natürlich irgendwo noch Amboss hin. Sowas kann ja vielleicht auch nochmal hier hin. Ja. Was das hier ist, weiß ich auch nicht. Aber Ambosse können ja noch irgendwie rein. Ja. Crafting Table sind ja jetzt hier überall. Ist doch nicht schlecht. Was gibt's noch zu lachen? Sag mal, sind wir eigentlich. Ich habe gerade unser. Hier, gut, lest mal die Schilder hier. Oben Gurken, unten Brust. Das hab ich doch geschrieben, oder? Weiß ich nicht. Das ist einfach so super behindert. Das war ich. Ich hab das gemacht. Oben Gurken, unten Brust. Ja. Och, wie schön. Das sind die Kleinigkeiten, die einen Freude machen. Naja, auf jeden Fall können wir dann auch überlegen, ja, wie gesagt, welche Kisten nebeneinander und übereinander, dass das auch Sinn macht. Auf jeden Fall müssen wir Redstone-Lampen rein, das sieht so scheiße aus. Ja, gut, alles klar. Ich fange an, den ganzen Öfen hier abzubauen. Dann machen wir unten eine Wand oder was? Ja. Ach, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich beim nächsten Mal. Den Lampen. Ja. Ja, die Folge ist jetzt auf jeden Fall gleich zu Ende. Liebe Leute, das bedeutet, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Necro und Rich Chris. Genau. Keine Ahnung, was die hier machen, aber sie machen was. Vielleicht sehen wir uns aber auch in einem unserer anderen Let's Plays. Schaut mal rein. Möglicherweise. Möglicherweise sehen wir uns auch in einem anderen Let's Play. Also, bis bald. Tschüssi. Tschüss. Ja, so würde das dann gehen, ne? Müssen wir noch ein paar Öfen machen. Ja. Ich würde das voll machen, die ganze Wand mit.